Guten Morgen, all ihr Lichter der Welt. Guten Morgen. Ich kann das Licht in euch sehen. Yay. Vater, Mutter, Gott, Heiliger Geist, Bruder Jesus, danke, dass ihr da seid. Und Heiliger Geist, sprich du einfach durch mich und lenke du unsere Ohren, damit wir ein tieferes und neueres und erweitertes Verstehen in diesem Denksystem bekommen, was wir gerade lernen. Damit wir dich hier, Vater, gut repräsentieren können in dieser Welt und wo auch immer wir sind. Danke für das Licht und Licht ist Verstehen. Danke für euch alle. Amen. Was für ein Vergnügen, dass ich heute Morgen irgendwie festgestellt habe, ich darf die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählen. Du bist der Schatz Gottes, so heißt dieses Kapitel. Wir sind bei Kapitel 8,6, oder? Richtig? Du bist der Schatz Gottes. Dann beginnen wir doch einfach mit Lesen, oder? Und ab und zu mal wäre es schön, wenn einer von euch mir hilft. Aber ich kann ja mal anfangen. Wir sind der gemeinsame Wille der Sohnschaft, deren Ganzheit für alle da ist. Und vielleicht halten wir einfach mal bei dem Satz schon mal an. Du bist der Wille Gottes. Wir zusammen sind der gemeinsame Wille Gottes. Wir sind ja die Sohnschaft. Wir sind der Wille Gottes. Und wir sind das, was Gott schöpfen wollte und seinen Ausdruck. Und die Ganzheit der Sohnschaft ist die Ganzheit des Lichtes. Und jeder von uns ist diese Ganzheit. Und deswegen ist das Licht so dicht und so voll und so erfüllend, weil wir alle das sind. Ich lese den Satz nochmal. Wir sind der gemeinsame Wille der Sohnschaft, deren Ganzheit für alle da ist. Wir fangen unsere Rückreise damit an, dass wir gemeinsam aufbrechen und unsere Brüder um uns scharen, während wir zusammen weitergehen. Die Frage war, nach welcher Seite? Ich bin bei 148 in der Greuthof-Version, Kapitel 8,6. Ich lese nochmal, wir fangen unsere Rückreise damit an, dass wir gemeinsam aufbrechen und unsere Brüder um uns scharen, während wir zusammen weitergehen. Die ganze Idee ist, dass wir immer mehr werden, dass wir immer mehr Brüder um uns scharen. Satz 3, jede Zunahme unserer Stärke ist eine Gabe an alle, damit auch sie ihre Schwäche weglegen und uns ihre Stärke beisteuern können. Habt ihr die Textstelle? Gibt es irgendjemand, der noch Hilfe braucht? Nein, jetzt habt ihr sie. Genau. Der Heilige Geist verbindet sich ja nicht mit unserer Schwäche, sondern mit unserer Stärke. Und Licht ist Stärke. Wunder werden im Licht gesehen. Wir erkennen einander im Licht. Wir sind die Wunder. Wunder werden im Licht gesehen. Satz 3 nochmal, jede Zunahme unserer Stärke ist eine Gabe an alle, damit auch sie ihre Schwäche weglegen und uns ihre Stärke beisteuern können. Das ist mein Gesichtspunkt, den wir so verinnerlichen dürfen. Jede Zunahme von unserer Stärke steuern wir zu allen bei. Manchmal taucht die Frage auf, kann ich denn so glücklich sein, wenn die Welt so chaotisch ist? Und ja, du musst. Du bist das Licht der Welt, du musst dieses Licht hochhalten, du darfst dieses Licht hochhalten, du darfst deine Stärke irgendwie in einer Zeit ausdrücken, wo das Licht so gebraucht wird. Und andere einladen auch, sich zu erinnern, wer sie in Wirklichkeit sind, damit diese Stärke des Lichts, diese Furchtlosigkeit, die in der Erkenntnis meines Lichtseins liegt, sich teilen kann. Satz 4. Gottes Willkommen erwartet uns alle und er wird uns so willkommen heißen, wie ich dich willkommen heiße. Wir sind immer willkommen bei unserem Vater.
so wie wir bei Jesus willkommen sind, ist es einfach nur offene Arme da, weil im Licht und in Gott und in Jesus und im Heiligen Geist gibt es keine zweite Idee außer Ja. Es ist ein vollständiges Ja zu uns, ein ganzes Ja zu uns, ein bedingungsloses Ja zu uns. Und dann kommt eine Ermahnung in Satz 5. Vergiss nicht Gottes Reich um irgendetwas willen, das die Welt zu bieten hat. Und die Welt ist unsere Idee von Welt. Die Welt ist die Welt, die wir machten. Absatz 2. Die Welt kann nichts zur Macht und Herrlichkeit Gottes und seiner heiligen Söhne beisteuern. Aber sie kann die Söhne für den Vater blind machen, wenn sie die Welt sehen. Du kannst nicht die Welt sehen und Gott erkennen. Du kannst nicht die Welt sehen und Gott erkennen. Das steht nicht im Widerspruch zu der Lektion, Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist, sondern das ist dann, was du siehst, wenn Gott in deinem Geist ist. Du siehst Gottes Wirken überall. Du siehst das Licht überall. Du siehst die Gelegenheiten zu erwachen überall. Du siehst einfach das, was Gott sieht. Du siehst die geliebten Kinder Gottes überall und jedes Einzelne ist ein geliebtes Kind Gottes. Wenn ich die Welt dann sehe, dann sehe ich die Sünde und das Problem und die Schwierigkeit und die Schwäche und oh, da will ich gar nicht hingucken. Ich will das sehen, was Gott sieht. Mein geliebtes Kind. Okay, ich lese weiter. Und wiederhole ein bisschen. Du kannst nicht die Welt sehen und Gott erkennen. Nur eins ist wahr. Ich bin gekommen, dir zu sagen, dass die Entscheidung darüber, was wahr ist, nicht bei dir liegt. Wäre es so, so hättest du dich selbst zerstört. Gott aber hat die Zerstörung seiner Schöpfungen nicht gewollt, da er sie für die Ewigkeit erschuf. Sein Wille hat dich gerettet, nicht vor dir selbst, sondern vor der Illusion deiner selbst. Er hat dich für dich selbst gerettet. Wie gut, dass es nicht an uns liegt, zu entscheiden, was wahr ist und nicht wahr ist. Wie gut, dass Gott die Wahrheit und die Wahrheit von uns sicher hält, und zwar die ganze Zeit. Wir hätten in unserer Verwirrung, in dem getrennten Zustand, hätten wir einfach unser Selbst zerstört. Wir hätten das irgendwie auf ewig vergessen. Aber Gott will das nicht, weil er uns als ewig erschaffen hat. Du bist jetzt schon ewig. Du kannst gar nichts dagegen tun, wie gut. Du bist schon ewig, du hast schon ewiges Leben. Alles ist schon gut. Genau. Und sein Wille hat uns gerettet. Und zwar für uns selbst. Weil es ist unser Privileg, das Schönste, das Wunderbarste, einfach wieder zu dem zurückzufinden, was wir in Wirklichkeit sind, ein vollkommen geliebtes Kind Gottes und zu wissen, dass unser Vater so auf uns schaut, dass er sagt, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist sein ewiger Gedanke in deine Richtung. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Genau, Absatz 3, Seite 148. Wir wollen ihn verherrlichen, den die Welt verleugnet, denn über sein Reich hat die Welt keine Macht. Wir wollen ihn verherrlichen. Gott Vater, yay, wie großartig bist du. Danke, dass du so ein Licht bist und danke, dass wir deine Lichtkinder sind. Gott Vater, du bist so wunderbar, so gütig, so liebevoll, so friedvoll. Du bist das Allerwunderbarste und Vollkommenste, was es gibt. Lasst uns ihn verherrlichen, den die Welt verleugnet, denn über sein Reich hat die Welt keine Macht. Satz 2. Keiner, den Gott erschaffen hat, kann an irgendetwas anderem als dem ewigen Freude finden. Nicht, weil ihm alles andere entzogen wäre, sondern weil nichts anderes seiner würdig ist. Nichts anderes ist unserer würdig. Ich meine,
Das, so viele von uns haben immer noch so diese Idee, wir sind unwürdig und haben das nicht verdient und bla. Und du kannst das nie verdienen, weil es nicht verdient werden kann, weil du es schon hast, weil du bist schon das Kostbarste und das Wertvollste, was es gibt. Aber du kannst das in anderen sehen und dann ist Wertschätzung, Wertschöpfung, dann erinnerst du dich an das, was du bist, wenn du es in deinem Bruder siehst. Das ist die Bedingung für das Königreich, dass ich es tatsächlich ausdehne, dass ich es in meinem Bruder sehe, dass ich in meinem Bruder mich auf das Licht und den Heiligen Geist in ihm beziehe, um mich zu erinnern, wer ich in Wirklichkeit bin und wie wir gemeinsam erschaffen wurden. Satz 2, Absatz 3. Keiner, den Gott erschaffen hat, kann an irgendetwas anderem als dem ewigen Freude finden, nicht weil ihm alles andere entzogen wäre, sondern weil nichts anderes seiner würdig ist. Was Gott und seine Söhne erschaffen, ist ewig. Darin und nur darin liegt ihre Freude. Genau, und hier einfach vielleicht nochmal zur Erinnerung. Deine Schöpfung sind all deine liebevollen Gedanken. Und wenn du eines Tages irgendwie diesen Körper verlässt und du schaust zurück auf das Leben an der Welt, wirst du merken, dass das Einzige, was jemals von Bedeutung war, ist die Liebe, die du gegeben hast. Das ist die einzige Frage, die jemals gestellt wird. Was hast du gegeben? Wen hast du geliebt? Wie viel hast du geliebt? Und diese Liebe ist ewig und das ist unsere Schöpfung. Im Gegensatz zur Fehlschöpfung, es ist das, was wir lieblos machen. Und in dem einen ist alle Liebe enthalten und in der Fehlschöpfung alle Angst. Und das ist eigentlich die einzige Feedbackschleife, die wir brauchen, nämlich eine Schöpfung macht Freude und eine Fehlschöpfung macht Schmerz. Und an dem, wie wir uns fühlen, ist es so leicht festzustellen, ob ich gerade vom Weg abgekommen bin oder ob ich immer noch die Liebe bin und aus Liebe erschaffe. Und was ich aus Liebe erschaffe, ist so ewig, wie ich es bin und Gottes ist. Und auf diese Art und Weise mehre ich tatsächlich das Königreich und erschaffe das Spirituelle. Absatz 4, jetzt kommt diese wunderbare Geschichte des Gottessohnes. Höre die Geschichte des verlorenen Sohnes und erfahre, was der Schatz Gottes und der deine ist. Dieser Sohn eines liebenden Vaters verließ sein Heim und dachte, er habe alles für Dinge ohne jeden Wert verschleudert, auch wenn er deren Wertlosigkeit damals nicht verstand. Er schämte sich, zu seinem Vater zurückzukehren, weil er ihn verletzt zu haben glaubte. Doch als er heimkam, hieß ihn der Vater freudig willkommen, denn der Sohn selber war des Vaters Schatz. Er wollte gar nichts sonst. Du bist der Schatz Gottes. Das ist in Wirklichkeit das Einzige, was du Gott schenken kannst. Das ist dich selbst, so wie Gott sich uns selbst gab bei unserer Erschaffung. Können wir ihm uns schenken? Können wir sagen, yay, Gott, nimm mich, do me, be me. Yay, genau. Be me, do me, talk me, move me. Ich gebe mich dir. Er will gar nichts sonst. Auch keine komischen Rituale machen und heilig tun und bla. Absatz 5. Gott will nur seinen Sohn, weil sein Sohn sein einziger Schatz ist. Yay, wie einfach ist das denn? Gar nichts machen müssen. Nächster Satz. Du willst deine Schöpfungen, wie er die seinen will. Deine Schöpfungen sind deine Gabe an die heilige Dreieinigkeit, erschaffen aus der Dankbarkeit für deine Schöpfung. Wiederum, man muss verstehen, irgendwie einfach, dass Schöpfung ist all das, was ich mit Liebe in meinem Geist mache, weil das ist das, wie Gott erschafft und das ist das, wie der Gottessohn erschafft, weil in Wirklichkeit ist das eine fortsetzende Schöpfungslinie. Gott erschuf mich als einen liebevollen Gedanken wie sich selbst und auf diese Art und Weise sollte der Gottessohn auch erschaffen.
Und wir lieben diese Schöpfungen. Wir lieben, also das kann zum Beispiel einfach sein, dass du deinen Bruder erkennst wie dich selbst. Und das ist eine Schöpfung. Dieser Augenblick des Erkennens ist deine Schöpfung deines Bruders. Es ist dein Beitrag zu deinem Bruder. Es ist das Lichtsehen in deinem Bruder. Es ist das Erfassen, wer du bist in genau dem Augenblick. Deine Schöpfungen sind deine Gabe an die heilige Dreieinigkeit, erschaffen aus der Dankbarkeit für deine Schöpfung. Und das ist auch ein Zustand, der kommt aus dieser Dankbarkeit Gott gegenüber, wenn wir ihn verherrlichen und wenn wir ihn ehren und wenn wir ihn lieben und loben und wie auch immer man das nennen soll. Oftmals ist das völlig ohne Worte, weil es überhaupt nicht in Worte gepackt werden kann. Aber in dieser Dankbarkeit sind wir in einem Raum, wo wir tatsächlich liebevoll erschaffen. Und das heißt hier, das ist unser Geschenk an die heilige Dreieinigkeit. Und die heilige Dreieinigkeit, das ist der Vater, Sohn und der Geist. Und wir sind der Sohn und wir schenken einfach unsere Liebe und unsere wunderbare Lichtschöpfung einfach in diese Dreieinigkeit, zu der wir ja hinein oder in die wir hineinwachsen oder wo wir erkennen, dass wir genauso wie Christus, wie jeder andere Christus, auch wie Jesus Christus, ein Teil von dieser Dreieinigkeit sind. Sie, in Klammern, deine Schöpfung, sie, deine Schöpfung, verlassen dich ebenso wenig, wie du deinen Schöpfer verlassen hast, dehnen aber deine Schöpfung aus, wie Gott sich zu dir ausgedehnt hat. Genau, das ist es mit diesem Schöpfungsstrahl. Das heißt, ich bin eine Schöpfung Gottes und meine Aufgabe ist einfach hier, liebevoll zu erschaffen. Liebevoll auf alles zu schauen, liebevoll über Dinge zu denken, liebevoll meinen Bruder zu erkennen, liebevoll. Nur das ist wirklich und alles andere ist bedeutungslos und unwirklich und zerfällt sowieso. Und ist eine Zeitverschwendung letztendlich. Das heißt, alles andere, außer Lieben ist alles eine Zeitverschwendung. Nächster Satz. Können Gottes Schöpfung an etwas Freude haben, das nicht wirklich ist? Und was ist wirklich außer den Schöpfungen Gottes und denjenigen, die wie die Seinen erschaffen sind? Deine Schöpfungen lieben dich, wie du deinen Vater für die Gabe der Schöpfung liebst. Es gibt keine andere Gabe, die ewig wäre und daher gibt es keine andere Gabe, die wahr ist. Wie also kannst du irgendetwas anderes akzeptieren oder geben und Freude dafür erwarten? Und was außer Freude könntest du wollen? Da, wo die Liebe ist, ist auch die Freude. Die beiden sind miteinander verbunden und lassen sich nicht trennen. Und wenn die Freude nicht da ist, ist die Liebe auch nicht da. Und daran kann ich irgendwie wiederum einfach erkennen. Die Frage ist immer bei allem, macht es mich wirklich glücklich? Ist das wirkliche Erfüllung? Und Liebe geben ist immer wirkliche Erfüllung. Und alles andere ist ein fader Abklatsch oder etwas, was deiner nicht wirklich würdig ist. Satz 11. Absatz 5. Du hast weder dich noch deine Funktion gemacht. Du hast nur die Entscheidung getroffen, beider unwürdig zu sein. Und das ist genau das Problem, was wir haben, wenn wir irgendwie in dem Ego-Denksystem oder in diesen Raum reingehen, dass wir sowohl vergessen, wer wir sind, dass wir vergessen die Liebe, als auch die Funktion, die damit verbunden ist. Denn wir sind Schöpfer. Und wir sind in Wirklichkeit aus meiner Sicht hier auf einem Spielplatz, wo wir üben können, einfach immer bessere Schöpfer zu werden. Wo wir tatsächlich uns erheben können, irgendwie aus der Angst in die Liebe und einfach zu sehen, wie viele Wunder diese Liebe hervorbringt, wenn sie ohne Gegenteil in unserem Geist sein kann. Und das ist unsere Funktion, zu erschaffen, wie Gott erschafft, zu erlösen, wie Gott erlöst, zu erwecken, wie Gott uns erweckt. Ich lese nochmal ab 11. Du hast weder dich noch deine Funktion gemacht. Du hast nur die Entscheidung getroffen, beider unwürdig zu sein. Doch kannst du dich gar nicht unwürdig machen, weil du der Schatz Gottes bist. Fertig. Punkt. Ausrufezeichen. Ende der Botschaft. Du bist würdig und du kannst das nicht ändern. Du kannst dich gar nicht unwürdig machen, weil du der Schatz Gottes bist und was er wertschätzt, das ist wertvoll. Sein Wert steht außer Frage, weil er darin liegt, dass Gott sich selbst mit ihm teilt und seinen Wert für immer begründet.
Wenn du glaubst, du bist unwürdig, dann sagst du in Wirklichkeit, Gott ist unwürdig. Wenn du sagst, du bist wertlos, dann sagst du in Wirklichkeit, Gott ist wertlos. Und das sollten wir nicht tun. Wir sollten uns auf die Seite der Wahrheit stellen, wie sie hier in diesem Denksystem uns angeboten wird. Du bist, Gott schätzt dich unermesslich, bedingungslos. Er hält dich und schaut auf dich und deine ganze Vergangenheit ist für ihn ja komplett nicht existent, weil er dich einfach total gegenwärtig erfasst in dem, wie er dich schuf. Absatz 6. Deine Funktion ist es, zu Gottes Schatz dadurch beizusteuern, dass du den Deinen erschaffst. Wie könntest du das denn machen? Eine Frage an die Zuhörer. Wie kannst du denn zu Gottes Schatz beisteuern? Jemand eine Idee? Indem ich bedingungslose Liebe liebe. Ja. Noch jemand eine Idee? Indem ich hilfreich bin und mitfühlend. Okay. Noch jemand eine Idee? Indem ich vergebe. Ja. Wobei vergeben ist eine Art von Korrektur, ne? Zu seinem Schatz beisteuern. Wobei, das, du hast total recht, du schaust ja beim Vergeben auf das Licht und wenn du auf das Licht schaust, dann trägst du zu Gottes Schatz bei. Ihr habt alle recht, yay, wie gut. Okay, deine Funktion ist es, zu Gottes Schatz dadurch beizusteuern, dass du den Deinen erschaffst. Sein Wille zu dir ist sein Wille für dich. Sein Wille zu dir, das heißt, Gott ist uns zugewandt. Er will für uns das Beste. Sein Wille zu dir ist sein Wille für dich. Er möchte dir das Erschaffen nicht vorenthalten, weil seine Freude darin liegt. Du kannst Freude nur so finden wie Gott. Seine Freude lag darin, dass er dich erschuf und er dehnt seine Vaterschaft auf dich aus, damit du dich ausdehnen kannst wie er. Damit du dich ausdehnen kannst wie er. Und wenn wir etwas wirklich, wenn wir unseren Bruder wirklich sehen oder wenn die Liebe wirklich fließt, dann sind wir wie der Vater, dann ist da so eine Freude an diesem Erschaffen, da ist da so eine Freude an diesem Wiedererkennen, da ist da so eine Freude an dieser Verbindung, an diesem Einssein, in diesem Erfassen von Wirklichkeit. Das ist so, wie er sich freut. 6. Das verstehst du nicht, weil du ihn nicht verstehst. Keiner, der seine Funktion nicht akzeptiert, kann verstehen, was sie ist. Und keiner kann seine Funktion annehmen, wenn er nicht erkennt, was er ist. Wenn du nicht weißt, was du bist, dann weißt du auch nicht, was dein Platz in Gottes Plan ist. Weil nur als du selbst, nur als ein Sohn Gottes, hast du in Gottes Plan einen Platz. Ein Ego hat in Gottes Plan keinen Platz. Egos haben in Gottes Plan keinen Platz. Aber du als das Licht der Welt hast einen Platz in Gottes Plan. Achtens, Schöpfung ist der Wille Gottes. Sein Wille schuf dich, damit du erschaffst. Dein Wille wurde nicht getrennt von dem Seinen erschaffen und deshalb musst du wollen, wie er will. Oftmals haben wir da so ein Thema, ne? Es ist so leicht zu sagen, yay, irgendwie Gottes Liebe ist die Liebe, die mich erschuf. Aber wir haben manchmal so ein Problem mit dem Willen, ne? Gottes Wille ist der Wille, der mich erschuf und mein Wille ist Gottes Wille. Wir haben so das Gefühl oder manchmal so die Idee, wir müssten unseren Willen unterwerfen unter einen anderen Willen, der unserem fremd ist. Aber Gottes Wille ist in Wirklichkeit unser Wille. Es ist unser bester und höchster Wille. Der Heilige Geist erinnert sich nur für uns an unsere allerbesten Absichten oder Intentionen. Er erinnert uns daran, dass wir wirklich, Gott will ja, dass alle seine Kinder glücklich sind. Wollen wir das nicht auch?
Und in dieser Übereinstimmung von des Vaters Wille und des Sohnes Wille liegt jedes Wunder. Und in dieser Übereinstimmung, in diesem Begreifen, Erkennen, Erfassen, Ja sagen zu Gottes Wille ist mein Wille, kann ich dann mal locker lassen und sagen, okay, ich erlaube mir jetzt mal die Liebe zu sein und das zu wollen, was die Liebe hier will. Denn das ist Gottes Wille für mich und durch mich und für den Bruder. Ich lese nochmal den Satz 10. Dein Wille wurde nicht getrennt von dem Sein erschaffen und deshalb musst du wollen, wie er will. Das ist ein fließender Übergang und keine Abstufung oder Ebene oder so. Absatz 7. Ein unwilliger Wille bedeutet nichts, weil es ein Widerspruch in sich ist, der einfach bedeutungslos ist. Wenn du denkst, du seist nicht willens, mit Gott zu wollen, dann denkst du nicht. Die Egos Gedanken sind nichts, weil sie einfach nicht liebevoll sind und deswegen existieren sie nicht wirklich und deshalb sind sie nichts. Die Idee, du könntest dich, und das haben wir eine Zeit lang auf dem Weg und da können wir auch nachsichtig und barmherzig auf uns schauen, dass wir glauben, wir wollen was anderes als das Allerbeste für uns und andere, dass wir glauben, wir wollen oder müssen uns erstmal auf die Spuren kommen, überhaupt, wir müssen uns ja zunächst einmal daran erinnern, dass wir das uns alles selber antun. Das ist ja so der Anfang von der Lösung. Und dann all diese Plätze, wo wir scheinbar was anderes wollen oder Rache wollen oder Dunkelheit oder uns verlaufen oder abweichen oder so, die dürfen wir ja immer und immer wieder dem Heiligen Geist übergeben, bis wir erkennen, dass wir wirklich glücklich sein wollen, ohne Ausnahme. Für mich war das echt schwer. Ich dachte irgendwie, oh, konstantes Glück. Ich will auch was erleben. Immer mal ein bisschen hoch und runter, mal ein bisschen Erfahrung machen hier. Bis ich dann irgendwie merkte, das Einzige, was ich tue, wenn ich konstantes Glück nicht möchte, ist, dass ich sage, okay, ich will auch ein bisschen leiden. Und das macht ja nicht wirklich Sinn. Und da darf ich mir auf die Schliche kommen oder durfte ich mir immer wieder auf die Schliche kommen. Und erkennen, dass Gottes Wille für mich tatsächlich mein höchster Wille ist. Und den hat er einfach für mich sicher gehalten. Also, ich lese nochmal Satz 2. Wenn du denkst, du seist nicht willens, mit Gott zu wollen, dann denkst du nicht. Der Wille Gottes ist Denken. Ihm kann nicht durch Denken widersprochen werden. Gott widerspricht sich nicht und seine Söhne, die wie er sind, können sich oder ihm nicht widersprechen. Das ist wahr in einem Zustand von Liebe. Das ist nicht wahr, wenn du irgendwie glaubst, etwas anderes zu sein als Liebe. Wenn du glaubst, Liebe zu sein, gibt es keinen Gedanken, den du hast, keinen Raum, den du erfährst, kein Gefühl, was du hast, was irgendwie im Widerspruch zu Gott steht. Das ist wie so die Bedingung für diese Gleichausrichtung einer Schöpfungslinie. Wenn da irgendwas anderes reinkommt und du abfällst von dieser Liebe, dann ist das natürlich nicht wahr. Dann ist dein Denken nicht vollständig liebevoll und dann ist es auch scheinbar in einem Widerspruch. Aber in Wirklichkeit wird dein Denken dadurch nur unwirklicher. Unwirklicher. Deswegen heißt es öfter in einem Kurs in Wundern, hey, wenn du nicht denkst wie Gott, dann denkst du in Wirklichkeit gar nicht, weil diese Gedanken bedeutungslos und eigentlich ohne Existenz sind, weil sie keine Substanz haben. Und Substanz ist immer Liebe. Liebe ist die Substanz von allem Wirklichen. Ohne Liebe wird es nicht getragen. Gott trägt das nicht. Du musst dich sehr anstrengen, lieblose Gedanken festzuhalten. Deswegen muss man dann immer und immer wieder den gleichen Gedanken denken, weil man irgendwie die ernsthaft hochhalten muss, weil die von sich aus einfach machen würden. Weil sie keine wirkliche Substanz haben. So, ich lese nochmal ab 7,5. Gott widerspricht sich nicht und seine Söhne, die wie er sind, können sich oder ihm nicht widersprechen. Doch ist ihr Denken derart mächtig, dass sie sogar den Geist von Gottes Sohn gefangen nehmen können, wenn sie das wollen. Genau, also
Unsere Ego-Gedanken haben ja auch eine gewisse Stärke, einfach weil eine gewisse Stärke in uns liegt. Es ist nicht komplett lieblos, es ist ein bisschen vielleicht noch Substanz drin. Und in dem kann unser Geist von unserem Ego, solange das auf dem Thron sitzt, gefangen genommen werden. Und wenn wir den Ego von unserem Thron runternehmen und sagen, da sitzt die Liebe, da sitzt Gott, dann kann Erlösung durch unseren ganzen Geist irgendwie einfach durchfließen und wir können erkennen, dass wir frei sind jetzt. Wenn aber wir scheinbar, wenn wir träumen, dass wir gegen Gott denken, Satz 7, dann gilt Folgendes: Diese Entscheidung führt dazu, dass dem Sohn seine Funktion unbekannt wird, nie aber seinem Schöpfer. Und weil sie seinem Schöpfer nicht unbekannt ist, ist sie für ihn ewig erkennbar. Ach, was für ein toller Kurs. Absatz 8, einmal umgeblättert. Es gibt nur eine Frage, die du dir jemals stellen solltest. Doppelpunkt. Will ich den Willen meines Vaters für mich erkennen? Er wird ihn nicht verbergen. Er hat ihn mir offenbart, weil ich ihn danach fragte und aus dem, was er bereits gegeben hatte, lernte. Sind wir bereit, nach dem Willen des Vaters zu fragen, um ihn zu erkennen? Natürlich können wir Jesus auch fragen, weil es oftmals hilfreich ist, ihn zu fragen, weil er vom Vater noch viel mehr, weil er dem Vater näher steht manchmal. Jetzt spricht also Jesus hier. Unsere Funktion ist es, zusammenzuarbeiten, weil wir getrennt voneinander überhaupt nicht funktionieren können. Die ganze Macht von Gottes Sohn liegt in uns allen, doch nicht in einem von uns allein. Ich bin ein Selbst vereint mit meinem Schöpfer und allen Aspekten der Schöpfung. Das ist meine Ganzheit und da liegt meine ganze Macht in der Erkenntnis dieser Einheit. Und diese Einheit ist deswegen so stark, weil jeder von uns in dieser Einheit eingeschlossen ist. Weil wir alle zusammen diese Einheit bilden und diese Macht ist so viel stärker als ein einzelnes Ego. Satz 6, Gott möchte nicht, dass wir allein sind, weil er nicht allein sein will. Deshalb hat er seinen Sohn erschaffen und ihm die Macht gegeben, mit ihm zu erschaffen. Deswegen sind wir Mitschöpfer mit Gott. Wir sind Mitschöpfer des Universums. Wir sind Mitschöpfer mit Gott. Wir sind Mitschöpfer. Ich habe mal erforscht, irgendwie die ganzen 100 oder 99 Stellen, wo das Wort Universum drin vorkommt, das ein paar Mal ist erwähnt irgendwie, dass wir Mitschöpfer des Universums sind. Genau, und unsere Schöpfung, nächster Satz, sind so heilig wie wir und wir sind die Söhne von Gott selbst, so heilig wie er. Durch unsere Schöpfung dehnen wir unsere Liebe aus und mehren so die Freude der heiligen Dreieinigkeit. Du verstehst das, Klammer auf, Zusatz Manuela, vielleicht, Klammer zu, nicht, weil du, der du Gottes eigener Schatz bist, dich nicht als wertvoll ansiehst. Wenn du das glaubst, kannst du nichts verstehen. Wenn du glaubst, dass, habe ich jetzt wertvoll gesagt statt wertlos? Weil du dich nicht als wertvoll ansiehst. Wenn du nicht glaubst, dass du wertvoll bist, kannst du nichts verstehen, weil du schließt dich durch die Idee, dass du kein Schatz Gottes bist, dass du nicht heilig bist, dass du nicht würdig bist, dass du nicht wertvoll bist, schließt du dich aus dem Königreich aus und du beraubst dich deines Lichtes, weil Licht ist Verstehen. Unter anderem Licht ist Verstehen. Weil Gott selbst dich wertschätzt und wenn du sagst, nein, 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 dann tust du etwas zwischen dich und seine Wertschätzung. Das ganze Kapitel hier, Unterkapitel, heißt ja, du bist der Schatz Gottes. Wir dürfen, müssen begreifen, dass wir tatsächlich so kostbar sind, dass wir Gottes Schatz sind. Gottes Schatz. Gottes ganzer Schatz. Er will nichts anderes als seine Söhne. Um mit ihnen zusammen eine liebevolle Schöpfung zu erschaffen.
Können wir da ein Halleluja zu haben oder so? Wie gut, was für ein toller Plan. Yay, ich darf mitmachen. Gott sagt, hey, wir wollen zusammen was spielen. Und ich sage, ja, ich mache mit. Ich teile Jesus, ich teile mit Gott die Erkenntnis des Wertes, den er dir zumisst. Meine Hingabe an dich ist von ihm, da sie aus der Erkenntnis meiner selbst und seiner geboren ist. Jesus schaut genauso wie der Vater auf uns. Und deswegen ist jeder einzelne von uns Jesus genauso kostbar, dem Heiligen Geist genauso kostbar. Deswegen sind die immer da und immer für uns da und ständig bemüht, irgendwie die nächste gute Gelegenheit für Heilung aufzumachen, die nächste gute Gelegenheit für Wiedererwachen irgendwie aufzumachen oder zu orchestrieren, weil wir so kostbar sind. Zweiten Satz nochmal. Meine Hingabe an dich ist von ihm, da sie aus der Erkenntnis meiner selbst und seiner geboren ist. Wir können nicht getrennt sein. Yay, du und ich jetzt in diesem Augenblick, wir können nicht getrennt sein. Mach dir mal bewusst, dass du von niemandem hier getrennt bist und überhaupt gar nicht von irgendeinem Bruder. Du kannst nicht getrennt sein. Es ist komplett unmöglich. Es ist nicht möglich. Wir können nicht getrennt sein. Die Gott verbunden hat, können nicht getrennt werden. Und Gott hat alle seine Söhne mit sich verbunden. Kannst du von deinem Leben und von deinem Sein getrennt sein? Kannst du von deinem Leben und deinem Sein getrennt sein? Gäbe es ein Sein losgelöst von Gott? Nein. Kannst du von deinem Leben und von deinem Sein getrennt sein? Nein. Die Reise zu Gott ist lediglich das Wiedererwachen der Erkenntnis dessen, wo du immer und was du ewig bist. Es ist eine Reise ohne Entfernung zu einem Ziel, das sich niemals verändert hat. Die Wahrheit lässt sich nur erfahren. Man kann sie nicht beschreiben, man kann sie nicht erklären. Trotzdem versucht ein Kurs im Wunder das ja immer wieder. Aber die Worte zeigen immer auf eine Erfahrung. Und unser Gebet sollte immer und immer wieder sein: Gott, schenk mir eine Erfahrung von dem, was da drin steht. Ich will mehr als Worte. Eine tiefere Erfahrung. Die Wahrheit lässt sich nur erfahren. Man kann sie nicht beschreiben und man kann sie nicht erklären. Ich kann dir die Bedingungen der Wahrheit zu Bewusstsein bringen, die Erfahrung aber ist von Gott. Es ist euch wahrscheinlich allen bewusst, aber ich sage es einfach nochmal, spirituelle Erfahrung können wir nicht machen, die wird uns geschenkt. Es ist eine Erfahrung, sie wird einfach gegeben. Die Erfahrung ist von Gott. Satz 11, gemeinsam können wir ihre Bedingungen erfüllen, die Wahrheit aber wird von dir selbst in dir heraufdämmern. Heiliger Geist, wir bitten darum, dass die Wahrheit intensiver heraufdämmert. Wir bitten um eine Dämmerung, eine neue Dämmerung, einen neuen Sonnenaufgang, ein neues Licht, ein neues Aufdämmern der Wahrheit. Wir bitten um eine tiefere Erfahrung, um ein umfassenderes Erkennen. Um Wunder in unserem Geist. Und wir geben einfach den Widerstand auf. Vater, ich gebe den Widerstand auf, der sich vielleicht in Form von Wertlosigkeit und Unwürdigkeit zeigt. Ich lege ihn jetzt einfach in deine Hände, Jesus. Ich will keinen Widerstand gegen die Wahrheit mehr haben. Ich will annehmen, dass ich Gottes Schatz bin. Und himmlischer Vater, ich bitte jetzt im Augenblick um eine Erfahrung deiner bedingungslosen Liebe für alle, die hier zuhören. Ich bitte, dass du deine Kinder einen Augenblick lang einfach in deine Arme nimmst, dass du ihnen diese Erfahrung schenkst, die du an dieser Stelle in deinen großen Wundern versprichst.
es ein Heraufdämmern gibt von deiner Liebe. Dass es noch ein Heraufdämmern gibt von deiner Liebe. Das ist ein, aus der Tiefe unseres Seins, dass wir uns in deine Liebe und in die Wirklichkeit deiner bedingungslosen Liebe hineinlassen, geben. Heiliger Geist, bring nur eine neue Dämmerung. Eine neue Freude. Einmal mehr ein gegenwärtiges Erkennen von deiner Gegenwart. Hey. Heiliger Geist, ich bitte jetzt in diesem Augenblick für alle, die das auch wollen, um ein wirklich intensives Heraufdämmern von Wahrheit, jetzt und in den nächsten Tagen. Bitte komm du einfach durch die Dunkelheit und die Wolken und bring das Licht. Yay. Ich lese noch weiter Absatz 10. Was Gott für dich gewollt hat, das ist dein. Er, Gott, hat seinen Willen seinem Schatz gegeben, dessen Schatz er ist. Dein Herz ist, wo dein Schatz ist, ebenso wie seines. Du, der du von Gott geliebt wirst, bist vollkommen gesegnet. Lerne das von mir und befreie den heiligen Willen all derer, die so gesegnet sind wie du. Und das sind ja alle. Herr Jesus, danke, 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 dass du uns den Segen Gottes so viel näher bringen willst in jedem Augenblick. Wir erkennen, wie gesegnet wir sind immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Und jetzt im Augenblick, Jesus, komm du auch in unsere Ängste rein, die wir vielleicht immer noch haben vor dieser Erfahrung von bedingungsloser Liebe. Und hilf uns einfach so ein kleines bisschen oder ein bisschen mehr irgendwie zu öffnen für diese wunderbare Erfahrung. Und gegenwärtiger Stille und Liebe und Frieden und Wertschätzung. Nee, danke. Danke, dass ein kleines bisschen Bereitschaft in jedem Augenblick ausreicht. Ein bisschen hineinschmelzen. Bisschen ausruhen, bisschen abgeben.
Hey, mag jemand was sagen oder fragen? Was sagen oder fragen oder teilen oder? Dann öffne doch einfach mal deinen Geist für all deine Brüder und Schwestern und schau dich in deinem Geist um und sieh die ganzen Lichter, die dich begleiten auf deinem Weg, die ganzen wunderbaren Engel und herausfordernden Engel und Engel, die auf die Knöpfe drücken und Engel, die uns bestärken und all die Engel, die um uns herum sind, all die Lichter, die da sind, denen wir zusammengehen. Und in deinem Geist mag ich dich einladen, dass du gerade eben mal jedem, der dir einfällt, einfach sagst, hey, du bist der Schatz Gottes mit mir zusammen. Du bist der Schatz Gottes mit mir zusammen. Yay, Mutter, du bist der Schatz Gottes mit mir zusammen. Jeder, der dir einfällt. Du bist der Schatz Gottes mit mir zusammen. Wir können auch ähnliche Worte finden. Wie du bist Gottes ganzer Schatz, oder Gott hat unendliche Wertschätzung für dich wie auch für mich, wie auch immer es für dich stimmt. Du bist der Schatz Gottes. Naja. Du bist der Schatz Gottes. Versuch dabei einen Augenblick lang zu spüren, wie wertvoll dieses Wesen für Gott ist. Wie sehr Gott jeden Einzelnen liebt und wertschätzt. Kannst deinen Kreis auch weitermachen und vielleicht auch Brüder mit einbeziehen, die du noch gar nicht kennst, die noch scheinbar Fremde sind. Du bist der Schatz Gottes, wie ich. Du bist der Schatz Gottes, wie ich. Wer mag mir ein Wort geben, wie sich das anfühlt? Ich möchte dir danken für die Brücke, die du, ich habe das immer wie so eine Brücke gesehen, die du baust und anbietest und text und dass ich gedacht habe, ja, ich konnte über die Brücke und dann war das auf einmal so ein riesengroßes Netz, ja, was sich so weit ausdehnte und es ist fast so schön zum Text und danke dafür.
Nee. Auch danke für die Gebete. Das hat mich so verbunden, habe ich gemerkt, dass es irgendwann das eigene so wurde. Weißt du, nicht mehr das vorgelesene Wort, sondern dieses im Herzen zu fühlen durch das Gebet. Und da war aber auch auf einmal nochmal eine andere Verbindung da, auch zu denen, um die es ja geht, ja? Genau. Durch das Gebet. Die Kraft des Gebetes hast du mir so offenbart. Genau. Oder hat sich mir offenbart, so vielleicht besser. Gebet ist ja unsere Zwiesprache mit dem Schöpfer und das können wir gar nicht genug machen. Ja. Yay, wie schön. Ja, ich fand es auch, das Beten fand ich jetzt auch gerade so eindringlich und gut. Also ich konnte gar nicht, also ich war schon fast so ein bisschen wie in so einem Trance-Zustand vielleicht. Also und zuerst war ich so auch im Widerstand, so, ah nee, ich will doch nicht so flehen, so, also so, bitte gib mir eine Erfahrung, obwohl dieses Bedürfnis total in mir war, so, oh, gib mir eine Erfahrung, gib mir, ich brauche das wie Wasser, so, und dann hatte ich aber auf einmal so ein, ich weiß nicht, ob das korrekt ist alles, ja, aber egal, also, dann hatte ich auf einmal. Hey, es ist deine Erfahrung und die ist richtig. Entschuldige, sprich weiter. Huch, ist jetzt weg. Jetzt höre ich dich leider nicht mehr. Hätte dich so. Ja. Also, und dann habe ich noch so, also ich war noch im Konflikt mit mir, dass ich jetzt so flehe. Und dann habe ich auf einmal aber dein Bedürfnis, also in meinem Traum, ja, also dein Bedürfnis nach dieser Erfahrung gefunden. Weißt du? Und dann war das so die, ah, okay, dann und dann konnte ich so voll in dein Bedürfnis nach dieser Erfahrung gehen. Genau, bis man sich sein eigenes Bedürfnis zugesteht, kannst du gerne in mein Bedürfnis gehen. Ja, das war aber total schön. Also ja, nee, ich meine das jetzt gar nicht auf dich persönlich oder so bezogen, ja, sondern ja, einfach auf das Bedürfnis meines Bruders halt. Also, absolut. So dieses, oh, dann war das so, so herzöffnend halt. Also so, dann war das so, oh. Also ich glaube, dass Gott gerne möchte, dass wir ihm gegenüber echt kommunikationsbefreit sind und nicht irgendwelche spirituellen Strukturen da dazwischen tun, wie man sich ihm annähern darf. Ich unterrichte ja auch manchmal Online-Seminare auf Gebet und das Beste ist, du erlaubst dir zu sein in der Gegenwart deines Vaters und einfach ausdrücken, was dir wirklich auf dem Herzen liegt, und diese echte, authentische, wirkliche Herz-zu-Herz-Verbindung ohne irgendetwas, was da, wie es sein müsste und sein sollte. Das ist ja auch wie beim heiligen Augenblick, soll man sich nicht darauf vorbereiten, ist einfach so dann, wie es ist. Und dir und uns einfach erlauben, auch in diesem Zwiegespräch einfach frei zu sein. Ich habe schon zu Gott geschrien, ich bin schon völlig weggefegt worden, ich habe schon geredet und keine Antwort gekriegt. All das ist irgendwie ein Teil meiner Kommunikation mit Gott. Und die ist, indem sie frei sein darf, darf sie sich durch den ganzen Tag so verteilen, wie ich gerade einfach mit ihm bin. Und dazu mag ich euch auch einladen. Und jetzt sind wir auch gleich am Ende und ich mag mit euch noch mal ein ganz schönes Lied anhören. I can see the light in you. Vielleicht mag Simone das einfach nochmal einspielen.